Freunde, 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 ja, muss hier dolle, ja, wie mache ich's? Ich weiß es nicht. Ich verstehe auf der einen Seite die Leute, die sich immer wieder beschweren, Martin, warum verschwendest du viel Zeit, den Leuten zu erklären, was wir machen, die es doch gar nicht verstehen wollen. Das verstehe ich vollkommen. Die wollen eine Analyse hören, die wollen wissen, wo geht's morgen hin, die wollen nicht bla bla bla, tradet doch vernünftig, bla bla bla, nutzt doch einen Stop-Loss, bla bla bla, handelt nicht gegen den Trend, weil das wissen die alles schon. Auf der anderen Seite glaube ich, es sind aber nicht nur die Leute, die nicht wollen, die nicht verstehen wollen, sondern es gibt auch welche, die brauchen halt einfach länger. Da habe ich auch zugehört. Auch wenn ich damals keinen externen Input in dem Sinne habe, sondern das wirklich auf die harte Tour selber lernen musste. Bevor ich nach Rat gesucht habe, ich weiß einfach, das dauert unter Umständen länger. So, und ja, das ist ein schmaler Grat da jetzt für mich hier. Einen Mittelweg zu finden, ich würde den aber nicht wählen wollen. Ich mache heute mal keinen Mittelweg. Wir machen hier heute keine Rede. Warum, wieso, weshalb hier Leute wieder ihre Depots zerhauen haben. Ihr habt die Bewegung alle gesehen. Ihr wisst, was die Leute verkehrt gemacht haben. Wir haben da schon zig Videos drüber gehabt. Ich mache irgendwann mal ein grundsätzliches Video, wie man eine Analyse versteht und anwendet. Weil heute auch wieder jemand kommentiert hat, ja, bla bla, seitwärts, kann hoch, kann runter, bla bla, kann runter, kann hoch. So unnötig. Jetzt stehe ich da, schüttel mit dem Kopf und denke mir, Junge, also, was hast du nicht verstanden? Aber gut, ich hänge in den nächsten 3, 4 Wochen einfach mal so ein Video ein, wie man grundsätzlich mit der mit der Analyse umgeht. Dann können wir das hier abkürzen. Den üblichen Schmatterer-Rat mit Gegentrend und so weiter sparen wir uns einfach auch. Wer das nicht versteht oder nicht weiß oder hier doll auf die Fresse gekriegt hat, mehr verloren hat wie die letzten Tage, der kommt einfach zum Seminar. Dort kriegt er sowas auch ausgetrichtert, gründlich erklärt, für euch persönlich zurechtgelegt. Seminar at money-monkeys, 23. 24. September, online von überall einsehbar. Wer an dem Termin nicht kann, aber das trotzdem haben will, gibt trotzdem Bescheid. Guckt euch dann halt die Aufzeichnung an, ist genauso gut. Fragen könnt ihr uns trotzdem stellen, wir sind ja da, wir rennen dann nicht weg. Und dann machen wir das so und dann haben wir das relativ kurz abgefrühstückt, ohne dass es wieder ein 20-Minuten-Video wird hier. Kriegt mich trotzdem ein bisschen auf. Finde ich schade. So ein schöner, ich habe mich so drauf gefreut, den Tag, und der ist schön geworden. Der hat wirklich gut gemacht, den DAX. Der ist richtig durchgezogen. Der hat nicht die zwei Szenarien gespielt, die wir unten besprochen haben, sondern das oben raus. Aber dafür macht man das halt mit den verschiedenen Szenarien, damit wirklich jeder von euch dasteht und hört und ein Ohr hat. Wenn der DAX über 2,30, 2,50 geht, kann er mehrstündige Übertreibung einleiten Richtung 3,40 und 4,27, so war es gestern gesagt, dass man dann eben einfach Short zurückstellt, bisschen Obacht hat, bisschen Aufmerksamkeit hat. So, und wir haben in den Updates, glaube ich, im Premium-Dienst, gleich nach dem 2,80er Schluss, ich habe sogar geschrieben, ich würde mir vorstellen können, dass der wieder runterdreht. Aber jetzt ist Übertreibung eingeleitet und deswegen würde ich dem eine kurze Leine aber geben, aber trotzdem der Übertreibung erstmal ihren Raum lassen. Und wenn er unter 2,50 fällt, dann lass man wieder zurückhandeln, lass man wieder in die Range einkommen, rote Stundenkerze unten nach unten, oder er bleibt über 2,50 und macht halt sein Ding weiter. Und das hat er getan. Dann ist er hoch in die 3,40, das nächste Zwischenziel abgearbeitet, dann haben wir geschrieben, okay. Jetzt würde vom Timing vielleicht auch nochmal eine Drehung gut reinpassen, aber müsste halt auch unter 300, wenn er nur darauf zurücksetzt und wieder weiter oben macht. Dann nächste Station 472 und puff, nächste 24 und wieder nicht. Dann haben wir wieder ein Update reingeschrieben. Hier wird eine Drehung passen, aber müsste unter 414 nochmal tief. Und dann kam ein Umkehrsignal, dann kam ein erstes tieferes Tief oben bei 414. Vorher gab es nicht einen einzigen Shortgrund. Außer man hat vielleicht eine rote Stundenkerze genommen, das würde ich sogar noch durchgehen lassen. Aber auch die hätten den Stop-Loss über dem Hoch dann verdient gehabt, sodass das ein kleiner überschaubarer Verlust gewesen wäre. Und keine Vollkatastrophe, die manchen das Konto zersprengt. Und hier gab es einige, denen das Konto zersprengt hat. Und das muss nicht sein. Das ist einfach unnötig. Das ist wirklich unnötig. Ich führe das nicht weiter fort. Nee. Wir machen hier jetzt Analyse weiter. Das wird keine 20-Minuten-Analyse. Habe ich mir fest vorgenommen. Also, wir haben Übertreibung gesehen, wir haben die beiden Ziele abgehabt, wir haben ein neues Hoch gesehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir in der gestrigen Analyse oder im Webinar am Sonntag das besprochen hatten, aber wir hatten gesagt, dass das neue Hoch, weil das letzte ja schon abverkauft wurde, bestimmt bloß so 50 Punkte drüber geht und dann wieder absäuft. Das ist jetzt schon passiert. Wenn der
richtig dusselig läuft, wenn er wirklich richtig dusselig läuft, er schmiert uns am Freitag noch nach unten ab und legt sich wieder in die Range zurück. Ja, deswegen würde ich hier ein bisschen aufpassen. Der hat sich jetzt hier schon schön auf unser Rücklaufziel, das war hier aus dem Premium-Update von 414 runter auf 300, das hat er schön gemacht. Das hat er schon ausgespielt, das hat er schon fertig. Wenn er jetzt unter der 300 noch rumscharrt, hätte er bis, ich sag mal, 240, 270, ja, sagen wir mal 240, 230, hätte er noch so einen Bonuspuffer zwischen 300 und 230, 240. Da nochmal so reinzustechen und sich dann aufzudrehen. Das muss aber recht früh erfolgen. Das sollte wirklich früh erfolgen. Also, da muss das Tief eigentlich schon nach dem Theta-Short stehen und der dann 39 anfangen zu drehen. Macht das sowas, kriegt er das sehr gut hin, zum Freitag nochmal richtig rauszurammeln, um sich auch an die 500 oder höher zu schieben. Macht er das aber nicht und dann klettern wir uns hier unten jetzt einfach durch, ist auf jeden Fall die nächste Station dann 230 unter der 300. Das ist der nächste Rücklaufbereich dann, 230, 240. Und wenn auch der Bereich fällt, ist das ganze Ding hier wieder gefressen und ist ein Fehlausbruch oben gewesen. Und steht er wieder unten in der Range und fängt wieder an, seitwärts zu schieben. Ja, und darauf sollte man sich einstellen. Weil ich könnte mir das sogar ganz gut vorstellen jetzt, dass es gut reinpasst. Mir haben so viele Leute geschrieben, ja, dass sie total, also man sieht es auch in den Kommentaren, die Leute müssen manchmal gar nicht schreiben, was auf ihrem Depot gemacht wird. Das sieht man schon an der Art und Weise, wie sie schreiben, welche Worte sie nehmen, dass das nicht Gewinn bringt für die Waren. Weil jemand, der einen guten Tag hatte, der sich auf den Donnerstag gefreut hat, weil Donnerstag immer so reinwumsen, wie das hier gemacht hat. Und er hat eines unserer drei Pattern astrein bedient, wirklich. Der hat die richtig, richtig durchgezogen aus der Übertreibungsbewegung und mehrstündige Übertreibung umraus. Das hat er ordentlich gemacht. Ein bisschen zu lang vielleicht vom Timing her, es wäre besser gewesen, 15:30, 16 Uhr schon das hochzusetzen. Dann wäre es wirklich ganz perfekt gewesen, auch vielleicht die rote Stundenkerze nach der 2:80 da wegzulassen. Dann wäre es perfekt gewesen, aber das ist schön umgesetzt. Also wenn man sich auf den DAX eingelassen hatte, worauf ich ja gestern auch hingewiesen habe, dass man sich da ein bisschen drauf vorbereiten soll, einfach was da kommt, war das eine schöne Bewegung und nicht eine Bewegung, wo man ins Konto schrotten muss. Also das ist unnötig. Dann kommt wirklich aufs Seminar. Also das passiert euch nicht nochmal an so einem Tag an. Das verspreche ich euch wirklich hoch und heilig. Ja. Wo war ich jetzt abgestorben? Der hat es schön gemacht, der hat es schön gelaufen und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er am Freitag sich jetzt hier noch tiefer zurücklehnt. Ich glaube, der kleckert uns den ganzen Freitag wieder durch. Außer eben, er machte wirklich einen kleinen tiefen Start nochmal an den 372 und dreht sich dann früh hoch und dann geht er wieder an die 500. Dann geht er hier wirklich richtig hoch raus, 500. Und dann redet man nächste Woche über Kurse um 15.600, 15.800, die dann erreichbar wären. Ja, also wenn der hier jetzt auftritt, er tut sich jetzt hier wieder hochdrücken, lässt es nicht bloß bei so einer Eintagesspitze. Dann geht der richtig nach oben raus, dann rennt der noch ein paar Meter, weil das sind alles Eintageskerzen gewesen hier halt, ne? Der ist immer am nächsten Tag umgeschmiert, der ist keine mehrere Tage oben über dem vorherigen Hoch stehen geblieben. Ja, das würde, also wenn er umkippen will, dann direkt so. Das sieht man auch schön, wie er den Schlusskurs hier zurückgezogen hat. Ich würde deswegen zum Freitag ein bisschen auf dem Radar haben, dass er wirklich den ganzen Tag wegkippen kann, also auch bis Tagesende. Ja, Punkt. Außer er dreht sich hier früh hoch, dann wieder hoch ans Hoch. 450, 490, 500 hier irgendwie seitwärts raus. Das wird vollkommen reichen. Den Rest macht er dann nächste Woche. Ja, deswegen guck ein bisschen, wo er die Drehung kriegt, wie er die Drehung kriegt, wie er mit den 300 umgeht. Dann hier unten die Zone 230 sehr, sehr wichtig. Und wenn er einfach durchfällt, lass ihn fallen, dann geht er wieder unten in die Range, macht wieder seitwärts. Und dann holt er sich irgendwann unsere 59 und die Linie hier unten später noch raus. Ja, das dauert dann aber ein paar Wochen. Das kriegt er nicht ganz so schnell hin. Ja, ich denke, damit haben wir mal eine schnelle Analyse auf so einen Tag. Normalerweise sind das immer 20-Minuten-Videos, aber ich verstehe alle, die sich da immer beschwert haben, dass wir da einfach nur Zeit verlieren für die sie dann eigentlich nicht verdient haben, weil sie sich eh immer bloß beschweren, statt Danke zu sagen. Und vielleicht ist es ja mal so ein ganz guter Weg. Und ich versuche mal, das Video in den nächsten 3, 4 Wochen zu machen. Wie geht man mit einer Analyse um? Wie versteht man diese verschiedenen Szenarien? Wie handelt man das? Wo setzt man dann auch mal einen Stop-Loss? Ah, und dann können wir sowas immer mit kommentieren und anhängen und ich denke, dann ist das vertretbar. Ja, ich wünsche euch Spaß, gutes Gelingen, Freitag und dann schon mal schönes Wochenende und hören wir uns am Sonntag dann wieder fürs Video zum Montag. Bis dahin, tschüss.